Ja, hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einem neuen KiCad-Tutorial, KiCad 5.0.2. Und wie im letzten Video bereits angekündigt, heute das Erstellen von Gerber-Dateien und überhaupt der Export in verschiedene Dateiformate. So, bevor wir unsere Platine hier exportieren, machen wir natürlich nochmal einen DAC-Check, ob das hier auch alles gepasst hat. Wir sehen, wir haben hier keine Probleme mehr mit elektrischen Verbindungen, alles verbunden, auch keine Kurzschlüsse etc. Und auch hier alle Luftlinien sind verbunden. Das heißt, unsere Platine ist soweit fertig. Nächster Schritt, wir müssen eine Bemaßung hinzufügen. Bei einer eckigen Platine natürlich Länge und Breite. Bei einer runden reicht es, wenn wir natürlich hier unseren Durchmesser angeben. Den nehmen wir ein bisschen größer als der Edge Cut. Also ich habe das Raster hier extra mal auf 2,54 mm eingestellt. Und wir sehen jetzt hier unten haben wir also einen Durchmesser von 111,7, also 112 mm, man rundet auf. Wozu brauchen wir das? Wir brauchen diesen Durchmesser für die Bestellung beim Leiterplattenhersteller. Und bei den Leiterplattenherstellungen haben wir allerdings folgendes Problem. Die wollen immer Länge und Breite haben, die können also nur rechteckige Platinen. Wer jetzt also so eine runde Platine hier produzieren lassen möchte, muss dann also für Länge und Breite 112 mm angeben und bezahlt hier diese Leerfläche, wo ich jetzt hier meinen Cursor bewege, einfach mit, weil sich das die Hersteller dann auch mit bezahlen lassen, denn das ist Verschnitt und den kann man für nichts anderes mehr verwenden. Ja, ist so, ist der Nachteil von runden Platinen. Kommen aber auch in der Regel nicht allzu oft vor. Man macht ja meistens irgendwas Rechteckiges. Ja, das ist zu beachten. Das sind also unsere Außenmaße und die wollen wir natürlich dann in der Webseite angeben bei unserer Bestellung. Jetzt kann es natürlich sein, irgendwann habe ich mal bestellt, dann mausert sich das Projekt dahingehend, dass noch 10 andere so eine Platine haben möchten und ich muss nachbestellen. Deshalb wäre jetzt die Lösung, dass man jedes Mal hier wieder reingeht und sich das alles öffnet und dann hier unten nachschaut, weil in einem Vierteljahr weiß man eh nicht mehr, wie breit die Platine war, welche Maße die hatte. Die Alternative dazu ist, wir gehen in unseren Projektordner, KiCad Tutorial 12, und machen hier als nächstes mal einen Ordner Gerber. Warum Gerber? Gerber produziert ja doch eine ganze Menge Dateien und die möchte ich nicht hier in diesen zwischen den anderen Dateien vom Projekt haben, sondern ich möchte die in einem extra Ordner haben, denn ich muss diese Gerber-Dateien auch in ein ZIP verpacken und damit ich immer alle die richtigen erwische und nicht hier irgendwie versehentlich einen Schaltplan oder das Projektdatei mit einpacke und dafür vielleicht dann eine Gerber-Datei vergesse, mache ich mir hier also immer so einen Ordner. Und in diesem Ordner legen wir uns als erstes mal noch ein Textdokument an. Das nennen wir Info oder besser Maße. So. Und hier schreiben wir einfach rein Breite 112 mm und Länge ebenfalls 112 mm. So, wie gesagt, Durchmesser geht bei den meisten Herstellern nicht. Hier kann ich mir also so diverse Dinge eintragen, die ich wissen muss bei der Bestellung. Und was ich natürlich auch hier noch dazu hinschreiben sollte, ob es ein oder zwei Lagen sind. Denn bei manchen Herstellern muss ich ja oder bei allen Herstellern muss ich ja angeben, wie viele Lagen ich habe. Und meistens sind einlagige Platinen etwas günstiger als zwei- oder mehrlagige, ganz klar. Hintergrund ist dann, wenn ich jetzt versehentlich bei der Bestellung eine zweilagige Platine anhage und versende nur eine einlagige, produziert mir das der Hersteller schon. Nur die Differenz kriege ich natürlich nicht zurück. Die bleibt dann schön in der Kasse des Herstellers. Zumindest bei den chinesischen ist es so, ich habe da auch schon Fehler gemacht einmal bei einer Bestellung und naja, etwas zu viel bezahlt. Ist nicht die Welt, aber man lernt daraus. Also, wir haben hier zwei Lagen. Auch das sollten wir eintragen, dass wir das in Zukunft bei eventuellen Nachbestellungen
berücksichtigen können. So, damit können wir die Sache hier speichern und wir gehen zurück in unser KiCad. Wie komme ich jetzt hier zu den Gerber-Dateien? Entweder hier über das Symbol Plotten oder hier über das Menü Plotten. Exportieren kann ich natürlich auch, wenn ich diese Daten hier weiterverwenden möchte, zum Beispiel für CNC-Fräsen, wer sowas sein eigen nennt und die versteht hier Step oder GenCAD, kann man das entsprechend so exportieren und weiterverwenden dann in seiner Fräse und sich die Platine fräsen lassen. Alternativ geht auch hier Plotten und ich kann zum Beispiel hier auch in DXF oder SVG plotten lassen und es gibt diverse Converter DXF to G-Code oder SVG to G-Code etc., wo ich mir das in G-Code wandeln kann und den dann der Fräse anbieten kann, damit ich mir meine Platine auch selber erstelle. Wir bleiben bei Gerber. Gerber ist das, was wir für unsere Herstellung im Internet benötigen. Wir brauchen die Oberseite vom Kupfer, die Unterseite vom Kupfer, den Bestückungsdruck, die Maske, die Edge Cuts und ich gebe hier immer meistens noch die Bauteilabmessungen mit dazu, wobei die jetzt nicht wirklich zwingend notwendig sind, aber ich lasse mit drin. Bis jetzt haben die Hersteller da noch nie gemault. Hier bei den allgemeinen Optionen kann man im Prinzip alles so lassen, wie es ist. Wir haben also unsere Vorgaben hier, die sind schon bestens eingestellt. Als nächstes gehen wir hier unten auf Bohrdatei erstellen. Wir haben natürlich Gerber und Exelon Gerber. Ja, Format dann Dezimalformat. Millimeter oder Zoll kann man sich aussuchen. Ich nutze hier meistens Millimeter. Die Hersteller wollen auch, glaube ich, meistens Millimeter haben. Ja, dann generiert man die Bohrdatei, indem man hier drauf klickt, das wird dann auch automatisch hier schon in den Ordner Gerber angegeben. Ich zeige es nochmal, was man nicht vergessen sollte, wenn man es nochmal neu macht. Wenn man hier diesen Ordner Gerber angibt und sagt Ordner auswählen, wird hier gefragt, ob es ein relativer Pfad sein soll. Und dann kann man hier mit Ja bestätigen und ihr seht, der wird jetzt hier nur verkürzt, KiCad. Geht also relativ dann in diesen Pfad hinein. Also nicht wundern, kann man anklicken, funktioniert problemlos. Ja, das muss man natürlich vorher noch angeben. So, wir schließen und wir haben auch hier kann ich wieder den Ordner angeben, haben wir ja schon entsprechend, auch hier würden wir wieder gefragt werden, relativ. Und jetzt gehen wir hier auf Plotten und die Dateien werden erzeugt. Wir schließen den Dialog und gehen hier mal in den Explorer und da sehen wir schon hier unsere Trill-Datei. Ich zeige sie mal hier mit dem Notepad. Das ist die Trill-Datei. Dann haben wir hier unsere Kupferflächen. Sieht dann so aus. Und abschließend zeige ich euch noch, wie das hier im Gerber-Viewer aussieht. Auch das, keine Neuigkeit, hatte ich ja schon ein Video zu gemacht. Wir gehen hier oben auf Öffnen und ich nutze hier mal nur die Kupferoberseite, öffne das Ganze. Und da ist sie, unsere Kupferoberseite. Und so kann ich mir jetzt hier nochmal genau anschauen, ob denn beim Export in Gerber alles soweit funktioniert hat. So. Ich schließe hier wieder und ich minimiere das Ganze mal. So, jetzt habe ich folgenden Vorteil. Bei meiner Bestellung brauche ich also nicht mehr KiCad zu öffnen, sondern ich kann also dann meinen Internetbrowser öffnen, kann dann hier meine Info oder Maße aufrufen, kann die sofort bei der Bestellung in das Webformular eintragen, kann dann anwählen zwei Lagen. Das kann ich auch dann machen, wenn ich irgendwann mal im halben oder im Jahr wieder nachbestelle von meinen Platinen, falls ich noch welche benötige etc. Habe ich also das sofort zur Hand und muss dann nicht jedes Mal das gesamte KiCad öffnen und dann nachschauen. Ja, was muss man abschließend noch machen? Wir markieren unsere ganzen Gerber-Dateien, machen Rechtsklick und sagen Senden an ZIP-komprimierten Ordner.
Das dauert jetzt noch ein Momentchen. Ich bestätige das hier und benenne das nochmal um. Machen wir hier mal das PDH weg. So, damit ist das Ganze komprimiert und diese Datei würde ich dann über das Webinterface vom Platinenhersteller hochladen und die ganze Sache zur Produktion geben. Das machen wir natürlich noch nicht, weil bevor wir irgendeine Platine in die Produktion geben, möchte ich euch noch etwas zeigen, was ganz wichtig ist, was ihr vorher unbedingt tun solltet. Und zwar gehen wir hier nochmal auf Plotten. Ich bleibe hier in diesem Gerber-Ordner und ich gehe hier auf PDF. Und gehe jetzt auf Plotten. Und jetzt seht ihr auch, warum ich hier unten die Bauteilumrisse mit angebe. Ich gehe also hier auf Plotten. Und jetzt werden hier PDFs erstellt. Schließen. Wozu das Ganze? Wir haben also jetzt hier ein PDF. Ich mache jetzt mal hier die... jetzt habe ich keinen. Doch, habe ich doch. Na, nein, ich will das nicht, das CBR-File. So, PDF, das. Entschuldigung, falsches angeklickt. So, wir haben also jetzt hier unser PDF-File. Und was wir hier ganz, ganz, ganz wichtig machen, bevor wir irgendeine Platine in die Produktion geben, wir nehmen unseren Arduino Uno, stellen den mal hier auf die Pins und schauen nach, ob die Pin-Abstände richtig passen. Ja, ich kann also dieses Blatt ausdrucken, lege mir das auf den Tisch und stelle den Arduino drauf. Dann gehe ich her und ich habe ja hoffentlich schon hier die Konnektoren, die JST-Konnektoren. Auch die kann ich mal hier auf das Papier drauf stellen oder sogar durchstecken, wenn ich das möchte, und vergleiche, ob die Abstände hier von den Pads richtig sind. Ja, das heißt, habe ich hier 2,5 mm oder habe ich 2,54 mm? JST gibt es in beiden Varianten, also da aufpassen. Ja, wer den falschen Connector auswählt, hat dann hier ein Problem. Mit den ersten drei Pins funktioniert das noch, spätestens ab dem vierten, fünften und sechsten Pin fangen dann die Beinchen beim Connector an zu klemmen. Ja, also hier genau nochmal prüfen, ob diese Bauteile alle passen. Nächstes PDF, auch ein ganz wichtiges PDF. Das ist dieses Yard, wo sind sie hier? Das sind also unsere Bauteilumrisse. Auch die bitte mal die Bauteile hier drauflegen, auf dieses Blatt Papier drauflegen und prüfen, ob zum Beispiel jetzt hier Bauteile sich auch in der reellen Welt nicht eventuell gegenseitig verdrängen und stören. Zum Beispiel hier der Abstand zwischen dem Relais und der RS485 Platine oder hier zwischen dem Arduino Nano und der Spannungsversorgungsplatine, dem Step-Down-Wandler. Das bitte auch prüfen. Sich dabei Zeit lassen, höchstens 10 Minuten, Viertelstunde, dann mal wieder eine Pause machen und vielleicht noch jemand anderes drüber schauen lassen. Vier Augen sehen mehr als zwei, das empfehle ich. Dann ruhig auch mal noch vielleicht eine Nacht drüber schlafen und das Ganze nochmal alles durchspielen. Ja, denn wenn ihr einen Fehler überseht und ihr habt dann die Mindestbestellmenge bei den meisten Platinenherstellern sind 5, also 5 Platinen bestellt und stellt dann fest, dass irgendwas nicht passt und ihr müsst sie wegschmeißen, ja, ist das äußerst ärgerlich. Also hier genau prüfen. Im nächsten Video zeige ich euch das mal live, wie man hier vorgeht beim Bauteilepositionieren auf diesen PDFs. Das wird das nächste Video. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und viel Spaß beim KiCad-Basteln. Macht's gut!